Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der Messi Coach to Glory. In der letzten Episode sind wir ins Transferfenster reingekommen, haben uns direkt mit Sergio Akiyeme verstärkt. Ein neuer Linksverteidiger, weil uns natürlich drei Leute, die auf Leihbasis bei uns im Verein waren, leider verlassen haben. Einer davon natürlich dann der Linksverteidiger Rodriguez, zurück zu Real San Sebastian Sociedad. Und deswegen mussten wir dann natürlich tätig werden, haben uns für Akiyeme entschieden. Und ich glaube, das war auch gar keine so schlechte Entscheidung. Der Typ war ja schon mal bei Rayo Vallecano, kommt glaube ich aus der eigenen Jugend. Und deswegen ist der, glaube ich, eine ganz gute Wahl gewesen. Jetzt aber erstmal das große Rückspiel gegen den FC Barcelona. Das erste Mal imaginär im Camp Nou. Eigentlich im Spiel ja leider nicht, weil es Camp Nou natürlich nicht in FIFA ist. Aber auf jeden Fall die Barcelona-Mannschaft, oder was heißt die Katalanen? So, die Katalanen mit dem besseren Start haben hier das 1-0 gemacht durch Memphis Depay direkt mit der ersten Chance. Haben dann den Ball gewonnen, haben die zweite Chance gehabt mit Pedri, direkt auch genutzt. 23. Minute stand es dann 2-0. Und das war das erste Mal in so einem richtigen Topspiel, wo wir richtig überrumpelt wurden. Barcelona wirklich sehr, sehr gut gespielt. Uns immer wieder mit einem oder zwei Pässen komplett auseinandergenommen und dann Memphis Depay halt mit einem absoluten Sahnetag. Schießt er aus der Distanz zum zweiten Mal und trifft halt ganz entspannt. 27. Minute 3-0 und es geht hier in die ganz falsche Richtung. Also abschießen lassen wollen wir uns ja sowieso nicht. Dass wir vielleicht mal so ein Topspiel noch verlieren in der ersten Saison, ist ja absolut kein Problem. Aber dann geht halt einfach alles schief. Piqué noch mit dem Kopfball direkt auf Dimitrijevski. Und der kann den leider nur noch ins eigene Tor lenken, also kann ihn leider nicht mehr daran hindern, über die Linie zu gehen, den Ball. Und dann sieht es halt so blöd aus, ne? 4-0 nach gut 37 Minuten waren es, glaube ich, gespielt und das ist halt ganz, ganz schwierig. Kurze Zeit später dann zum Glück noch hier so ein ganz dummes Foul von Juan Cuadrado. Dachte, er kommt da irgendwie an den Ball, kam aber nur an die Achillessehne. Und dann sind wir zumindest mal ein Mann mehr für die zweite Halbzeit. Barcelona, bei denen klappt halt aber auch einfach alles. Die hatten 4 Schüsse, haben 4 Tore gemacht damit. Also da ist einfach jeder Schuss ein Treffer gewesen und wir haben uns komplett einfach hops nehmen lassen. Hatten nicht so viele Chancen selber, erst in der zweiten Halbzeit, dann in der 55. Minute mit einem Dao eingewechselt zur Halbzeit. Der kommt dann mal einen Anschlusstreffer machen, aber selbst da, die Hoffnung war halt einfach nicht groß, dass wir da noch wirklich ernsthaft zurückkommen können, auch wenn wir natürlich ein Mann mehr waren, auch wenn wir jetzt die nächste Chance hatten mit einem Dao, die hält halt leider Ter Stegen. Und dann am Ende war es halt einfach ein Spiel, da ging eigentlich einfach nicht so wirklich was gut für uns, weil dann kommt Milinkovic-Savic aus der Distanz, Dimitrijevski lässt zur Seite klatschen und wer steht dann? Natürlich ein Spieler von Barca, Frenkie de Jong drückt den Ball noch über die Linie zum Endstand 5-1. Also selbst in Überzahl in der kompletten Halbzeit haben wir nur 1-1 gespielt. Insgesamt einfach ein komplett gebrauchter Tag. 5-1, die erste wirkliche Klatsche bei Rayo Vallecano und leider ist sie halt einfach gegen Barcelona passiert. Das zeigt uns natürlich aber auch, dass wir uns nicht hier drauf ausruhen können, dass wir immer nah dran waren an den Top-Teams, weil ganz schnell geht es halt auch dann so, dass du halt 4-1 verlierst oder 5-1 verlierst und jetzt sind wir auf einmal Siebter, sind aus den europäischen Plätzen raus. Da habe ich uns natürlich eigentlich auch vor der Saison gesehen, aber jetzt waren wir so lange in den europäischen Plätzen drin, so ein Sechster, vielleicht Conference League, das wäre schon irgendwie cool, da wäre ich schon gerne dabei. Deswegen wollten wir natürlich dann auch gegen Athletic Bilbao direkt wieder zurückschlagen, aber es ging direkt falsch rum los. Garcia mit dem 1-0 in der 35. Minute, die erste richtige Torchance und dann kurze Zeit später, ihr seht es, 38. Minute, ein Pass in die Spitze, Inaki Williams komplett frei vorm Tor, die Zuteilung hat überhaupt nicht gestimmt, da ging gar nichts gut, was wir da verteidigt haben und dann kommt Inaki Williams, Bruder natürlich von unserem Flügelspieler Nico Williams und macht hier das 2-0. Inaki Williams auch noch einer der ärgsten Konkurrenten für Falcao an der Spitze der Torjägerliste. Das tut natürlich dann auch nicht gut, wenn der hier das Tor macht. Nico Williams hätte es fast noch seinem Bruder nachgetan, hätte auch fast getroffen. Ndao dann auch fast getroffen, kurz nach der Halbzeit. Beide Chancen back-to-back, leider aber nicht im Tor untergekommen. Und dann kam wieder Athletic Bilbao und die haben uns so rund genommen. Diese Kombination war einfach saustark. Und dann Iker Muniain, eigentlich so das Gesicht von Athletic Bilbao. Zumindest für mich, Iker Muniain verbinde ich immer mit Bilbao. Und Bilbao verbinde ich immer mit Iker Muniain. Macht hier einfach ein richtig gutes Tor und danach sahen wir halt wieder blöd aus. Da kommt wieder ein Ball in die Spitze, dann kommt unser Rechtsverteidiger, kommt rein, Baliu versucht den Ball noch abzufangen, überlegt sich das dann aber irgendwann dann einfach anders, hört einfach auf zu laufen und dann kommt Sanse alleine vorm Tor zum Abschluss und wir verlieren das zweite Spiel in Folge mit 4 Toren Unterschied. Wir wurden noch kein einziges Mal wirklich abgeschlachtet in dieser Saison und jetzt einfach zweimal hintereinander, einmal mittwochs, einmal samstags, einfach geisteskrank schlecht gemacht. Und dann kam direkt die nächste Jobsbotschaft. Unai Lopez, einer unserer unangefochtenen Stammspieler, da auf der ZM-Position, +3 schon hochgegangen dieses Jahr, ein richtiger Leistungsträger.
hat aber halt eine Freigabe somit. Die habe ich übersehen gehabt, oder besser gesagt, ich habe die schon gesehen gehabt, aber ich dachte nicht, dass er jetzt in einem halben Jahr 3 Gesamtratings hochgeht und dann das halt quasi sein Marktwert ist und dann wird die gezahlt von OSC Lille. Die zahlen da 22,7 Millionen und dann ist er halt schon zur Verhandlung freigestellt, ist jetzt hier nicht dabei im ersten Copa España Spiel gegen Granada. Die kamen da auch wieder zu einer ganz wilden Chance, aber hier musste jetzt sich endlich mal der Spieß umdrehen. Hier mussten wir endlich mal wieder einen Sieg einfahren. Wir wollen natürlich auch nicht direkt rausfliegen in der Copa España und zum Glück hat ein Dao einen absoluten Sahnetag erwischt. Gut eingesetzt von Nico Williams, auch davor einfach eine gute Kombination, würde ich sagen. Und dann kommt ein Dao da reingewuchtet, hat natürlich jetzt den Knoten geplatzt bekommen in der letzten Episode. Da hat er natürlich schon den Doppelpack gemacht und jetzt hier auch direkt wieder der Doppelpack. 25. Minute, nur 5 Minuten später, macht er sein zweites Tor, dieses Mal per Kopf. Er ist natürlich auch eine Macht bei Ecken. Ich meine, 1,90 groß, 81 Kilo, der ist natürlich ein absolutes Kopfballungeheuer. Wenn er jetzt an seiner Präzision noch arbeitet, dann ist es richtig überragend, was er da macht. Die Präzision mit dem Fuß, die stimmt aber zurzeit. Hattrick innerhalb von 10 Minuten, Ndao absolut Weltklasse an diesem heutigen Tag gegen Granada. Und da war es dann endlich mal wieder so, dass wir das Spiel in der Hand hatten. Wir haben es komplett kontrolliert, wir haben es dominiert. 3:0 spricht natürlich Bände nach 30 Minuten. Und Granada konnte sich nie so richtig erholen, hatte nur in der zweiten Halbzeit noch eine Chance von Bakka, aber der konnte ihn nicht nutzen. Und dann Simeone auf dem Theka und das 4:0 war dann auch noch von uns. 69. Minute, der Endstand durch Rainey in Theka. Da waren Dao schon ausgewechselt, weil ich ihn geschont habe. So gut hat der Typ gespielt, richtig stark. Holt sich hier seinen ersten Match bei seiner Karriere. Ich glaube, da kommen noch einige dazu in dieser Karriere. Aber endlich, hey, was ist denn hier los? 5-1, 4-0, 4-0, diesmal halt zum Glück für uns 4-0. Aber normalerweise waren die Ergebnisse echt normal und jetzt dreimal hintereinander solche Torfestivals und so klare Ergebnisse auch. Also das war schon verrückt. Jetzt aber erstmal wieder ins Transfergeschehen über. Unai Lopez hat sich dann auch entschlossen, sich Lille anzuschließen. Hat uns natürlich dann erstens mal eine Lücke gerissen, aber zweitens mal natürlich ein fettes Bankkonto gegeben. Und dann habe ich mich hier entscheiden müssen. Pablo Gavi, meine erste Wahl, ist leider an Newcastle ausgeliehen. Da konnte ich jetzt leider nichts machen. Nico Gonzalez habe ich mir dann auch überlegt, mit einer 74, 20 Jahre alt. Spielt ja auch noch bei Barcelona, aber dann habe ich mich dazu entschieden, komm, wir nehmen Riqui Puig, spielt ja in echt überhaupt keine Rolle bei Barca, immer noch nicht, auch wenn jetzt Koeman weg ist. Xavi hat ihn auch gehen lassen für 500k unter Marktwert, 16,5 Millionen, ist natürlich ein stolzer Preis, aber er ist natürlich auch noch ein sehr talentierter junger Spieler, 22 Jahre erst alt, eine 77 ist er schon, kommt da perfekt in unsere erste Mannschaft rein, kriegt die Nummer 6, die er natürlich auch bei Barca hat, die Nummer 6 von Xavi Hernandez. Hier bei uns ist natürlich nicht die 6 von Xavi Hernandez, aber er kriegt sie auf jeden Fall. 16 Millionen Marktwert, er ist ein kleines bisschen gesunken, aber das ist kein Problem, wie gesagt, er ist ein sehr talentierter Spieler und auf ihn freue ich mich auf jeden Fall. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr den Transfer auch gut findet. Er kriegt auf jeden Fall direkt sein Debüt in der nächsten Runde der Copa de España gegen Real Sociedad. Ich habe gesehen, die spielen einfach Copa España in gefühlt 2 Wochen durch und dann war es das auch schon wieder mit dem Pokalwettbewerb. Also da kommen die Spiele echt ganz knapp aufeinander. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, Sociedad und Falcao vorne drin wieder. Davor ja Ndao super gespielt, aber halt ein bisschen müde, weil die Spiele sehr nah aneinander lagen. Deswegen natürlich wieder unser Routinier vorne drin, El Tigre, mit dem Kopfballtor überragend, wie er da eingeflogen kam. Richtig stark gemacht und dann kriegt er auch hier die zweite Chance. Ein bisschen schlechte Position, macht noch das Beste drauf, aber kann den Torhüter nicht überwinden. Und danach kommt dann das erste Mal Real Sociedad mit Sørloth, der Ex-Leipziger oder der wahrscheinlich jetzt gerade noch Leipziger eigentlich. Der spielt ja fest theoretisch bei Leipzig, ist ja glaube ich nur ausgeliehen. Der kommt da zum Abschluss, konnte den zum Glück nicht machen und dann auch hier hatten wir sehr viel Glück. Die erste Chance von Dimitrievski gehalten, die zweite von Baliou auf der Linie geklärt und dann kam er auf der anderen Seite mit einer überragenden Kombination durch. Also mit der Hacke von Nico Williams auf Fran Garcia. Fran Garcia sieht dann, als der Torhüter rauskommt, legt nochmal in die Mitte und El Tigre mit dem Doppelpack. Falcao macht hier 2 Buden direkt. Also der zeigt natürlich auch Ndao, auch wenn der Typ gut spielt, der junge Mann, dann ist da trotzdem noch ein Veteran dabei, der auch richtig stark ist und auch eine super Saison spielt und der natürlich nicht kampflos seinen Platz in der ersten Mannschaft aufgeben will und den muss er natürlich auch erstmal nicht aufgeben. Aber es ist natürlich schön zu sehen, dass wir direkt 2 Stürmer haben, die richtig gut funktionieren. Simeone funktioniert ja auch theoretisch noch ganz gut, hat ja auch die Vorlage geholt auf Enteka im letzten Spiel. Hier trifft Sørloth auf jeden Fall noch, aber zum Glück für uns nur zum Anschlusstreffer. Wir setzen uns also durch gegen einen richtig starken Gegner. Real Sociedad spielt ja vorne mit, sind ja glaube ich 2. oder sowas in der Liga. Also schön zu sehen, dass wir das Spiel gewonnen haben. Bisschen glücklich auch Sociedad mit deutlich mehr Chancen. Natürlich habt ihr den Großteil davon auch gesehen, aber ich meine, wir hätten auch noch ein Tor machen können. Der Lattentreffer von Andres Martin kommt da ja natürlich in Sinn und es ist einfach schön, dass wir jetzt eine Runde weiter sind. Müssen uns jetzt also nicht unbedingt drüber Gedanken machen, ob wir jetzt verdient weiter sind oder nicht. Im Pokal geht es einfach darum, eine Runde weiterzukommen und das haben wir geschafft. Jetzt kommt noch Deadline Day in der nächsten Episode.
Episode. Wir haben 19 Millionen schon ausgegeben oder 19,5 für Akemi und Ricky Puig, haben nur Unai Lopez gehen lassen und natürlich unsere ganzen Leihspieler. Wir haben noch ein kleines bisschen an Geld. Ich suche auch immer noch einen Flügelspieler für die Backup-Rolle, so für beide Seiten, der vielleicht jünger ist und flexibel einsetzbar ist. Da werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf halten, ob das am Deadline Day noch passiert. Wenn euch diese Episode jetzt erstmal gefallen hat, lasst noch gerne ein Like da, lasst auch noch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Schaut mal bei unserer anderen Karriere vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized.